Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Stappenbach im LS19 am Samstagmorgen. Einen wunderschönen zu der zweiten Folge hier auf dem wunderschönen Projekt. Ja, ich habe hier noch die restlichen paar Reststücke noch zusammengekratzt von den Kartoffeln. Ja, noch nicht ganz, da hinten steht auch noch gut was. Und ja, das brauche ich nicht mehr mitnehmen. Und ich habe tatsächlich bis jetzt schon gut 62% zusammen, seht ihr auch rechts unten. Da vorne steht auch noch jede Menge, also es hat sich nochmal wirklich gelohnt, hier nochmal drüber zu fahren. Und bei den letzten paar Pflänzchen dachte ich mir, ach, ihr habt selber noch nicht so viel vom Kartoffelernten gesehen, deshalb nehme ich euch einfach mal ein bisschen hier mit, aber das geht natürlich auch viel besser mit ein bisschen Radio, ein bisschen Musik drüber gelegt oder drunter gelegt. Und ja, wir machen hier gleich mal wieder weiter. Soll natürlich das Gerät auch anschalten, wäre glaube ich nicht schlecht. Dann könnte man auch wesentlich mehr mitbekommen, aber ich musste sowieso nochmal hier anders heranfahren. So, Carsten, fahren wir mal entlang. Und ja, also geht schon noch wirklich gut was runter, muss man sagen. Die ganzen Ecken, was halt der CP-Fahrer ausgelassen hat beim Vorgewende. Aber ja. Also die Zahl geht schon gut hoch, muss man sagen. Und hier steht ja noch ein großer Teil. Da haben wir schon die nächste Füllstufe erreicht. Also wir werden hier noch locker voll. Mit dem, was hier noch steht. Also richtig locker. So, im Wenden schalte ich das Gerät einmal kurz aus, was doch wesentlich schneller geht. So, zack. Nehmen wir natürlich auch gerne noch mit. Ich muss sagen, wenn wir jetzt hier einmal noch mal voll sind, dann reicht das glaube ich auch. Mehr, noch mehr muss ich nicht zusammenkratzen. Aber die Schweinchen haben doch jetzt noch mal um ja, knapp 10.000 Liter mehr Kartoffeln. Wenn wir das alles rauskriegen, was ich aber schon glaube. So, ich werde jetzt ganz kurz den Abfahrer holen. Die da oben haben auch irgendwelche Probleme. Ah, ja, man kennt sie ja. Die guten alten Probleme, wenn man am Baum hängt. Aber wir helfen natürlich gerne. Ist er eigentlich schon jemals einmal runtergefahren gewesen zum Entladen? Doch, muss er eigentlich. Aber ich habe es eigentlich nie mitgekriegt, irgendwie so richtig. Oder habe ich es einfach nur übersehen? Das kann natürlich auch sein. So, da ist der... Warte, ich muss sie glaube ich erst entlassen. Ja, genau. Aber die Kurse können wir wegmachen. Haben uns ist sehr viel genutzt. Und auch vielen Dank an die Leute, die hier gefahren sind. Aber die restliche Ladung hier bringen wir selber noch runter. Ich muss jetzt gleich mal gucken, wie viel Prozent von der Mission denn schon abgeschlossen sind. Weil da kann ich ungefähr kalkulieren, wie viel wir denn da rausbekommen. Für die Schweine. So, bremsen. Bremsen habe ich gesagt, Alter. So, ich werde das jetzt noch ein bisschen mehr da drüben auch mitnehmen, das wo da noch steht, weil es ist doch schon schmackhaft, was da noch steht. Dann können wir mal ein bisschen was hier hinten auf die hinteren Achsen verteilen. So, das passt. Und fahren wir dann noch mal einmal, zweimal drüber. So. Ja, ich war noch mal einmal runter und noch einmal hoch und dann haben wir das Feld relativ gut abgefrühstückt. Jedes einzelne Pflänzchen muss ja nicht mitgenommen werden, aber ich würde schon gerne den größeren Teil davon mitnehmen. Und hier ist auch derweil eine Bremse. Moin. Hallo, nicht 3D geformten Bäumchen da hinten. Oh! Lol. Alter. Wir haben... Leute, wir haben den ganzen Anhänger, wenn ich jetzt richtig gesehen habe, wenn es da oben stimmt, wenn die Lohndienstleistung hier abgeschlossen ist, dann haben wir 67.000 Liter, glaube ich, sind das gewesen, oder? Habe ich mich verguckt? Nee. Was wir hier noch über haben. Alter, die Schweine sind, glaube ich, wirklich eine Zeit lang versorgt und überhaupt, wir haben ja das drüben auch noch. Ich dachte, wir müssen jetzt da nochmal runterfahren, aber... Alter...
Das ist natürlich angenehm. Deswegen lohnen sich so große Missionen wie auf jeden Fall mehr als wie die kleine, was wir da mal gemacht haben. Weil erst hat zwar nicht schlecht, will ich jetzt nicht sagen, Geld gegeben, aber man sieht halt eben erstens mal kleinere Fahrzeuge, man braucht viel, viel länger. Und zweitens, warte mal, das ist eigentlich dann schon drittens, weil einmal kleinere Fahrzeuge und man braucht länger. Das sind zwei Sachen, oder? Würde man sagen, außer man will sie in einen zusammenfassen. Aber ich zähle es jetzt einmal als zwei Sachen. Und ja, man kriegt, und als dritte Sache dann, man kriegt noch viel weniger zurück. So, das passt. Also das heißt, gute Dienstleistung hat er hier gemacht und wir haben. Nee, ich habe mich verguckt, wir hatten vorher wahrscheinlich 67% drin. Aber wir haben 51.000 Liter hier noch rausbekommen für die Schweine. Und das ist wirklich eine richtig, richtig gute Menge. Also wirklich eine gute Menge. Und ja, ich kann vorne irgendwie gerade nicht so gut lenken, habe ich das Gefühl. Wahrscheinlich, weil das ganze Teil da hinten gut was wiegt. So, das heißt, wir fahren zu unserem Hof runter und kippen das ins Lager. Bremse. Alter Schwede. Das Ganze schiebt aber hier ein bisschen. Ich kann auch gleich den Verkehr dann wieder anschalten. So, wartet, das mache ich gleich schnell. Dann vergesse ich das wieder. Verkehr an. Und wir sind noch auf der Straße geblieben, das ist doch nicht schlecht. Unsere Sachen wachsen auch fleißig, habe ich da gesehen. Ah, ich muss wirklich aufpassen, weil wir hallo? Oh Gott. Oh. Alter. Also. Boah. Sieht man, dass wir mal eine schwere Ladung da hinten dran haben. Oh, ich freue mich gerade wirklich, dass wir so viel da rausbekommen haben. Und dann haben wir ja die andere Kartoffelmission auch noch. Das ist jetzt auch kein kleines Feld, muss ich sagen. Und ja. Da bekommen wir auch noch gut was raus. Ich fahre vorne am besten rein. Ah, ich habe ihn schon vermisst, den Verkehr. Ach, da haben. Warte mal, der muss ja hier unten sein dann, oder? Warte mal, sehen wir den dann gleich? Ist er hier? Ich gucke jetzt extra nicht auf die Karte, weil ich möchte jetzt überraschen, ob er da hinten gleich rumkommt um die Ecke. Oder da sehe ich ihn. Da fährt er rum. Hallo, zweiter Kartoffelabfahrer. Ach, herrlich, herrlich. So, moinsen. Dann müssen wir gucken, dass wir hier reinkommen. Da drüben fährt er raus. Ah, ist es nicht herrlich. Ist es nicht herrlich. So, kommen wir jemals rein. Ja, zum Glück ist die Einfahrt groß. Ja. Zum Glück kann ich aber sagen, Mission abgeschlossen. Ich kann ihn hier stehen lassen. So. Das kann währenddessen abladen. Ich mache währenddessen mal ganz kurz einen Screenshot. Das werde ich aber ganz kurz drinnen lassen, weil das geht ziemlich schnell. Zack, passt. Ey, warte mal. Ja. Ja, das dürfte eigentlich so passen. Zack, passt, perfekt. Wir haben gerade von irgendwas Geld bekommen oder. Vielleicht mal gucken hier. Ne, keine Ahnung, was das war. Aber gut, wir haben die Mission somit abgeschlossen. Das heißt, wir verabschieden uns von dem guten Tatra. Und ja, dann heißt's 25.000. Ja, ein bisschen weniger kassieren wir wegen der Fahrzeugmiete. Oder kann man Miete sagen, glaube ich. Aber wir kriegen 25.000. Abschließen. Oh, da hat es Katsching gemacht. Und wir sind um 25.000. Der Reihe hat die zwei Fahrzeuge gesehen, weg. Und wir haben knackige 70.000. Das ist angenehm. Und wir haben auch gleich wieder mehr FPS. Wir haben wieder unsere stabilen 60, 40 FPS. Das ist, also ich gucke in die Richtung hier, aber das liegt wahrscheinlich an den Büschen und an allem. Aber das freut mich natürlich. So, das heißt, es ist noch eine Mission am Laufen. Die Fahrer da links oben sind auch weniger geworden. Wir können uns endlich wieder Hundefutter leisten, Leute. Ja. So viel zum Thema. Wieso kann ich im Schröder schon wieder kein Hundefutter mehr geben, Leute? Was ist das denn? Ich
Ich will doch nur meinem Hund Essen geben. Das kann doch nicht dein Ernst sein hier. Hallo, kann ich wenigstens streicheln? Ne, kann ich auch nicht, ne, kann nichts mit ihm machen. Gut, dann verschieben wir das auf später. So, wir müssen natürlich auch noch weiterarbeiten. Der ist wieder am Zurückkommen, das passt auch. Der wird gleich abgefahren, das passt auch. Wie lange braucht er noch? Warte, das. Ne. Hat man das gleich wieder gesehen? Normalerweise. Ja, sieht man gerade nicht gut. Wenn wir dann mal anders gucken. Genau hier müssen wir auch noch weitermachen. Das habe ich hier komplett verabsäumt. Aber das andere war eben auch wichtig. So, dort ist das immer noch der gleiche Spielstand ist ohne Speichern, ist die Gabel auch noch. Ne, wann ist sie so oder so auch an? Habe ich schon wieder Scheiße hier labern. So, kann man hier noch rein? Ja, hier kann man auch rinfahren, das passt. Okay, da hinten liegen noch zwei, da vorne liegen auch noch zwei, gut. Ne, da vorne liegen noch vier, wenn nicht fünf. Okay, das heißt, die darf ich nicht vergessen. Aber hier liegt aber über. Ups. Aber Leute, hier liegt noch über. Die ganzen schwarzen Ballen hier sind einfach nur Geld in eine schwarze Folie verpackt. Also wie Öl, nur nicht mit Öl, sondern mit Folie. Aber die Farbe ist gleich. Das ist nur eine andere Substanz. So. Nach dem habe ich gesucht. Und noch ein bisschen zurück hier. Oh Gott, das war aber ruckliger Zurückfahrer, aber auch gut. Bisschen zurückgefahren. Ah, ich habe eine Schnacke in meinem Zimmer schon wieder mal. Das ist doch. Nee, das ist. Oh, Bremsen. Das ist nicht angenehm. Und überhaupt, wenn ich in meinem Fußbereich rumschwirrt. Das ist. Boah. Ich versuche gerade ein bisschen aufzunehmen und wenn es mich juckt, dann muss ich halt immer unten. Und ja. So, da hinten haben wir nämlich zwei und wir haben jetzt einen drauf. Das passt, das geht so perfekt aus. Jupp. Und der, genau das weiß ich nicht, Leute. Das ist immer. Da haben wir gerade uns für einen Farmer 300er gekauft und da sind wir dann minimal mit dem Ballenwickler am Baum hängen geblieben. Aber nur minimal. Also, ich habe es noch retten können zum Ende der Folge. So. Das passt. Wir packen die Ballen hier drauf. Aber wenn ich das hier so sehe, das wird noch ein bisschen dauern. Bis wir. Ich dachte, wir können das Ballenverladen am Samstag hier abschließen. Aber wir haben morgen auch nochmal zwei Folgen, in denen wir dafür noch Zeit haben. Oh Gott. Schnell Spangol drum. Ja, nicht ganz so gesund, aber. So, weil den machen wir kurz nochmal weg, so. Aua, voll in die Spitze dann gelaufen, unangenehm. So, dann fahren wir nochmal da hoch, weil da liegen nämlich noch zwei Kollegen von uns. Und gucken, dass ich keinen anderen aufsammeln. Ja, aber das passt. Ah, da liegen genau drei. Das ist doch cool, ein schöner Service hier. Zack. Nehmen wir die vorne hier zwei noch. Nee, ja, das sind zwei. Das heißt, dann ist diese Wiese hier auch abgefrühstückt, dann haben wir nur noch die 77. Da wollen wir gerade drauf immer rumfahren. Aber da können wir auch gleich mal gucken, ob wir denn dat, ob das Zeug denn nachwächst. So, das ist. Nach dem Wort habe ich gesucht. Ob das denn nachwächst. Das werden wir dann herausfinden. So. Ja, nachdem ich hier die Lösche Stappenbach neu aufsetzen musste. Damals hätten wir es sehen können, haben wir aber leider nicht. Also, oh Gott, dahinter ist Ballen. Hilfe. So, zack. Machen wir auch noch einen und dann nehmen wir den da noch mit, da vorne noch mit. Ah, ich nehme den hier mit. Wenn wir nicht so weit fahren. Ja, passt. Ja. Mal kurz mit der Maus regeln, so. Ja, so passt, zack. Rückwärtsgang mit dem Knüppel hier. Passen wir mal wieder Spangole rum.
Zack. Passt. Nehmen wir den Kollegen da noch mit. Und dann können wir. Ups, ich habe irgendeinen Touch da an meinem Joystick gedrückt. Der hoffentlich aber nichts kaputt gemacht hat. Hoffe ich mal. Oh Gott, doch nicht so schnell, weil wir bergab stehen. Weil man rückwärts viel schneller. Ja. Ah, ich könnte es eigentlich besser machen, ne? Aber gut, jetzt haben wir Überraschungs. Naja, das ist mir zu viel Abstand. Das kann ich noch schöner machen. Der Frontlader passt ja so wieder momentan. Sie muss dann eigentlich nur noch entladen. Die Ballen entladen. Ja, so ist auch besser. Das heißt, wir fahren ein Stückchen zurück, aber ich stehe auch schon auf der Bremse. Ich kann gerade nur so ruckelig zurückfahren. Ich weiß nicht, an was es liegt. So. Passt. Hier oben haben wir alle. Ne, ganz werden wir es heute nicht mehr schaffen, weil davor ist der Anhänger voll. Aber wie viel waren wir sie vorne haben? Alter. Oh Mann. So, ich gucke jetzt gleich mal im Vorhinein, dass die Tiefe passt. Ja, die Tiefe passt. Die Richtung passt auch, oder wie nah wir dran sind. So, jetzt mal hier ganz langsam, ich drücke das Gaspedal nur minimal. Ja. Das nehmen wir so an. Oh Gott. Schnell Spanngurt rum. Oh, wir haben es gesichert, Leute. Die Lage ist entschärft. Ja, man sollte in echt, der ist glaube ich auch nicht so optimal, an so einem Hang Ballen verladen. Sollte man glaube ich nicht machen. Wenn dann, dass wir gerade nach oben, also senkrecht dran stehen an der Schräge. Aber quer. Nicht ganz optimal. Ja, wir machen das wieder so. Wir mal gucken, ob es diesmal hoffentlich besser funktioniert. Beim letzten Mal. Ist ja nicht ganz so gut. Aber ich bin jetzt heute wieder eingespült mit dem Frontlader. Das heißt, ich habe da in den Hinsicht auch wieder Glück. Ja, den Rückwärtsgang reinmachen und zack, und rückwärts fahren. Läuft, Alter. Leute, das sieht doch gut aus. Ja, jetzt hängt er leicht darüber, aber ist bisschen da. Werden zwar noch näher ranfahren. Ist die Frage, sollen wir da noch einen reinpacken? Ich glaube, das ist nicht wert. Glaube ich wirklich. Oh oh. Oh oh. Schwierige Situation. So. Ich habe sie auch entschärfen können. Passt. Hallo? So. Nee, ich werde es tatsächlich diesmal nicht so machen und einmal nochmal sagen, knallhart, da muss noch eine Ladung drin. Ich mach's diesmal, dass es gut aussieht. Das heißt, wir nehmen jetzt noch eine Gabel hier vom Frontlader aus mit. Und dann. Und der Anhänger bleibt so, wie er jetzt momentan beladen. Wobei, wir könnten eigentlich oben noch was drauf packen, ne? Das sollten wir eigentlich beim letzten Mal machen. Das werde ich aber jetzt einmal mal kurz machen. Und zwar, ich werde jetzt die hier abstellen. Zeig. Dann fahren wir raus. Dann drücken wir B. Und dann Vorwärtsgang reinmachen. Und dann fahren wir hier nochmal rein. Ja, jetzt funktioniert nämlich das Ganze auch. So, dann haben wir nämlich. Da können wir nämlich die Gabel ganz normal wie jede andere auch nutzen. Jetzt müssen wir nur aufpassen. Weil jetzt sind wir vorne schwerer. Oh Gott, das war gerade nicht geplant. So. Und wir kippen das Ganze ein bisschen zurück, dass die uns nicht nach vorne wegflutschen. Oh Gott. Aber ich muss halt auch aufpassen, dass ich den Anhänger nicht umschmeiße, ne? Weil das wär's. Oh, Alter, es ist schon wirklich schräg. Muss man sagen, also das ist schon wirklich schräg. Ich mache auch schon gleich mal den Rückwärtsgang drin. Die Kamera ein bisschen. Ja. Ja.
Geh jetzt hier raus. Zack, okay. Passt, die sind drauf, das heißt RR. Zack. Das heißt, die sind drauf. Okay, gut. Das heißt, wir holen uns noch mal ein paar. Das heißt, wir machen wieder B. Und dann holen wir uns nochmal eine Ladung. Und dann kann man trotzdem viele mitnehmen. Und es sieht trotzdem noch nicht schlimm aus. So. Zack. Rückwärtsgang rein. B. Vorwärtsgang, ein bisschen Frontlader, ein bisschen anheben. Ups. Das war ein bisschen zu niedrig noch. So, passt aber. So, das heißt anheben, passt. So, wenn wir wieder aufpassen. Ich könnte es eigentlich auch ganz einfach von unten machen. Ich weiß noch nicht, ob es besser wäre. Aber ich glaube tatsächlich, dass von unten besser wäre. Aber gut, jetzt sind wir hier schon hier oben. Und wir haben es ja einmal geschafft, das heißt, wir schaffen es auch nochmal. Ich war einfach so. Ja, mich hier gerade so vorhupft. So, das passt. Ich wollte gerade wieder drücken, dass wir sie entladen. Oder wir können ein bisschen rückwärts fahren. Ja, wobei sie sind eigentlich, glaube ich, relativ in der Mitte. Zack. Ja, das passt perfekt. Das heißt, zack, zack. Zack, zack. Und zack, zack. Das passt. Dann haben wir hier noch zwei Stück rumliegen. So, schalten wir uns nochmal kurz an. Dann werden die nämlich perfekt übereinander gestapelt. So, zack, Rückwärtsgang. B, Vorwärtsgang. Nehmen wir die zwei hier noch. Ja, jetzt war relativ weit unten gehabt, angestochen. Aber das dürfte noch im Maße liegen. Gehen die noch? Ja, die gehen noch drauf. Ein bisschen zurückneigen und vorsichtig ranfahren. Ganz, ganz vorsichtig hier. Ja, ich muss ein bisschen weiter rüber. Ja. Sieht nicht schlecht aus. Eine Kurzgang drin. Ja. Oh, no, 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 no. Alles gut. So. Okay, schnell Spango drum. Zack. Wir haben sie noch drauf, alles gut. Alles das sieht so ungesund aus, ne? Alter Schwede. Junge, 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 Junge. Ja, das passt. Das heißt, wir schnappen uns nochmal drei Stück. Ja, ich würde sagen, von hier oben. Hinter uns liegt noch einer. Nope. Sieht gut aus. Ah, es liegen genau drei in einem Bahn. Das passt doch gleich wunderbar. So. Zack, passt. Dann können wir den hinten dran fahren. Alter, der Anhänger sieht schon wieder so überladen aus. Ich weiß nicht, macht man das in echt so? Ein Kollege hat zwar mal von mir gesagt, der gute Philipp, der war auf der Gemeinde Rade mitspielt, dass ihn echt teilweise auch so gemacht wird. Aber, naja, so, sieht schon ein bisschen riskant aus, ne? Aber gut, ja, die Ebene, glaube ich, ist wieder tatsächlich wieder anders, ne? Bleib mal ganz kurz in der Außenansicht. Nein, 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 nicht drücken, nein, bitte, bitte. Okay. Okay, wir fahren hier richtig langsam. Ist die Rundumleuchte an, warte. Hier Rundumleuchte ist an, okay. Aber ich lasse den hier nur rollen und stehe auf der Bremse, also gib nicht Gas. Bitte schub's nicht da hinten, Kollege, bitte, bitte tu's nicht. Ich will hier sicher, ohne dass ich einen Crash baue, bei der BGA ankommen. Okay, diese Alter, der arme Anhänger, ne? Okay, wir sind rum da vorne. Oh Gott. Da vorne, wir müssen ein bisschen in der Mitte fahren, weil wir sind diesmal höher. Okay, passt. Jetzt müssen wir mal ein bisschen auf die Tube drücken, damit der Kleine hier hinten vorbeikommt noch, bevor das Auto da ist.
Hat es geschafft? Er hat es geschafft, okay. Und jetzt heißt es nur noch, heile zur BGA zu kommen. Das ist der Auftrag, den wir heute schaffen müssen. Da ist ja. Oh, ich dachte schon, das Dach wird knapp, aber es ging. Aber es ging. Gut, gut. Wir haben jetzt zwar schon 25 Minuten, aber ich will da heute noch ankommen. Ich will euch zeigen, dass ich schaffe, dass wir da rankommen, ohne dass wir einen Crash bauen. So ein bisschen aufpassen. Ich habe immer ein bisschen die Paranoia, dass hier plötzlich irgendwo ein Auto drauf kommt und es wegschießt. Okay, aber gut, wir sind von den gefährlichen Gassen weg. Das heißt, wir sind jetzt gleich nur noch auf Fläche, wo kein Auto mehr ist. Also das heißt, nicht, dass ich Vollgas geben kann, aber das heißt, dass ich schon mal nicht mehr ganz so vorsichtig immer gucken muss, ob wo hier ein Auto ist. Aber ich bremse gut runter. Jo, Junge, ne? Schieb nicht, bitte tu's nicht. Es ist zu deinem und meinem Wohle. Okay, gut, ich fahre jetzt da nochmal ran. Aber wir sind eigentlich schon fast da. Und entladen tun wir morgen. Aber ich darf mich dann auch von euch schon wieder verabschieden, denn wir sind für heute auch schon mit Erfolg. Oh, das war natürlich jetzt nicht ganz optimal mit dem Abspann. Was wollte ich sagen? Genau. Aber wir sind für heute auch schon wieder fertig, liebe Leute. Ja, wie immer, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn natürlich sein nett kostenloses Abo ist natürlich auch angenehm, würde ich auch gerne annehmen. Und ja, dann wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen restlichen Samstag und dann sehen wir uns morgen. Auch zu zwei weiteren Folgen hier auf der Stappenbach. Und bis dahin wünsche ich allen noch einen wunderschönen restlichen Samstag und ein wunderschönes Wochenende. Bis morgen, haut rein und ciao, ciao. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star.